liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play Hogwarts Legacy. Wir gehen heute das erste Mal in die Luft. Wir dürfen heute zur Flugstunde. Yippie-yay! Auf geht's. Lass ich raten, bei Nacht oder was? Okay. So, wir dürfen wahrscheinlich erst, wahrscheinlich bei Tag. Das würde dann nicht warten stehen. Genau so ist es. Und damit, wie gesagt, herzlich willkommen nochmal zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Ich war überlegen, ob ich den Nacht- und Tag ausfallen lasse und mal besser wieder alles aufnehmen, weil ich habe einfach momentan wenig Zeit zum Aufnehmen. Und deswegen setze ich mich heute Abend nochmal ran. Ein bisschen, ein paar Vögelchen, möchte ich mir noch ein bisschen was machen. Alle nehmen sich einen Besen. Dann kommen wir an. Okay. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kedavra. Bitte? Begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Hallo. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Kein Fan, nehme ich an. Nun, dann wollen wir mal sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Nur zu Ihrer Erinnerung, treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich, legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Danke. Los! Jetzt sie! Hoch, hoch! Hoch, du dämlicher Schulbesen! Hoch! Das eine Bein links und das andere rechts. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es sie direkt vom Besen. Und sobald Sie beim Fliegen meine Pfeife hören, landen Sie auf der Stelle. Okay. Gut. Nun, als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber Vorsicht, die Besen sind Schuleigentum. Ich möchte sie in einem Stück zurückhaben. Ich glaube, langsam habe ich den Dreh raus. Ich brauche einen eigenen Besen. Also für mich wäre das schon mal nichts, weil ich habe Höhenangst. Gut gemacht. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Der nächste Satz Ringe führt sie über das Gelände und fordert sie etwas mehr. Okay, ich muss mich ein bisschen gewöhnen. Diese Aussicht. Ja, schon geil irgendwo, ja. Hallo. Schöner Tag zum Fliegen. Oh, für schon, nee. Geschafft. Hat das jemand gesehen? Also, ich muss wieder ein bisschen runter. Ja, ein bisschen Zug raus aus dem... Ach, das alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Das alte Bootshaus kennt man natürlich auch aus dem letzten Harry Potter Film, die Stelle mit Snape. Der von... Du weißt schon, wer der Lord Voldemort getötet wurde. Moinsen! Ich wollte gerade was drücken hier, weil es fällt bei mir auf dem Hilfe. Aber es ist im Ingame, es ist die Krake, der Kraken. Warte mal. Okay. Man muss sich dran gewöhnen erstmal. Wieso? Lass mich raten, willst du wettrennen oder was? Gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut.
Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Alter, das war die erste Flugstunde. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Klopp. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Slytherin wie du Interesse hätte, dem Unterricht zu entkommen? Ja, wir müssen widerstehen, weil klar ist es natürlich immer reizvoll, aber es kann auch eine Menge Ärger geben. Deswegen werde ich es ablehnen, wie wir das auch schon beim Weasley gemacht haben. Kogawa scheint streng zu sein. Ich will keinen Ärger. Kogawa merkt das doch nie. Außerdem, ein Vogel lernt das Fliegen nicht, indem er im Nest bleibt. Folge mir. Alter, ich will nicht. Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch. Eigentlich will ich gar nicht. Aber wir müssen. Der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster. Hui, das ist schon geil. Da sind die Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich wollte ja mehr Platz. Wie kann Everett so schnell fliegen? Ein nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Mal da vorne legen. Das gefällt mir schon viel besser. Ach, mit L2. Ist das sicherlich ein halber Hippogreif? Was? Da ist die berühmte Brücke. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Sieh sie dir an. Ja, schon. Und die Eulerei. Das nenne ich doch mal solide Bauten. Das ist die Eulerei, okay. Und ein Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Was ich schade finde, dass man keine eigenen Tiere haben darf. Kann. Wobei es ja eigentlich mit dem oder weniger dazugehört. Zumindest im Harry Potter Universe. Klar, deswegen. Deswegen fliege ich natürlich jetzt wieder zurück. Ja, perfekt, dann war die. Und wo waren sie beide? Oh, hallo, Professor. Er war's. Wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Mr. Kloppen, ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber, Professor. Genug. Der Unterricht ist beendet. Alter, hab ich angestiftet, ich wollte schon. Sollten zukünftig an ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Ich wollte das gar nicht. Komm, ich hab da. Das war recht gut geflogen. Mein Lob. Ich wollte gar nicht mitmachen. Der hat mich komplett angestiftet. Ich hab nein gesagt. Ich hab gesagt, ich will keinen Ärger. Nö. Die Sache mit Kogawa tut mir leid. Aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Hätten wir doch nur mal den Ärger vermieden. Ja, aber wir hatten Ärger dabei. Kogawa könnte uns das übel nehmen. Das war großes Pech. Ich dachte, sie sieht uns nicht. Aber das ist egal. Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kogawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albi Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten. Ja, aber das müssen wir nicht jetzt machen. Auftrag abgeschlossen, Unterrichtsstunde fliegen. Und wir sind Level 10. So, gucken wir mal gerade kurz. So, was haben wir als nächstes? Aufträge abgeschlossen, 18%. Legendäre Maske, Belohnung einsammeln. Eingesammelt. Gut.
Legendäre Maske, okay. Legendäres gepanzertes Gewand. Gucken wir mal gerade kurz, wie das überhaupt aussehen würde. Weil man kann die Dinger, habe ich gehört, kann man ja anpassen. Ich hätte ja gerne wieder mein... Warte, Unmenge. Warte mal, Erscheinungsbild ändern. Das Ding hätte ich ja gerne wieder. Mag der dunkle Künste. Ich habe ja die Deluxe Edition. Das nehme ich wieder, weil das Ding ist geil. So, warte mal. Gut, gucken wir mal gerade kurz. Einunddreißig. Wir nehmen auf jeden Fall wieder den hier, aber den ich finde den genial. Okay, das habe ich nämlich irgendwo gelesen gehabt, tatsächlich, dass man dieses Erscheinungsbild ändern kann. Und deswegen gehört das Ding hier wieder mir. Erstmal. Bring dies zum Raum der Wünsche, um die Qualitäten zu enthüllen. Okay. Raum der Wünsche, ne? Warte mal kurz. Ich will nur ganz kurz was ein bisschen durchgucken. Vertrauensschüler, ja. Was haben wir hier? Okay, das Ding hier. Wie gefällt das mir am besten so? So. Gut. Kohle haben wir nur knapp. Was haben wir hier? Talente nochmal? Wir wünsche. Das müssen wir auch immer mal machen. Das Thema. Ja, warte. Talente. Ein verfügbarer Talentpunkt. Künste. Ach, wir können ja. Okay, warte mal. Zaubersprüche. Dann haben wir ja Incendio. Dann gehen wir mal kurz auf die Sammlungen. Da war irgendwas. Legendäres gepanzertes Gewand. Warte mal. Warte mal kurz, ich muss was kurz gucken. Ausrüstung. Inventar. Ne, warte mal. Ausrüstung war es richtig schon. Das legendäre gepanzerte Gewand. Wo war das denn gehabt? War das hier? Nee. Habe ich denn gehabt? Aber irgendwie passt das nicht. Da passt nur was eher Dunkles rein. Warte mal. Da passt eher irgendwas Dunkles rein. Ach, hier! Ist das! Ja, gut, perfekt. Das gefällt mir irgendwie schon wieder gefühlt besser. Sehr viel besser. So. Gut. Ah, schön. Sieht gut aus, unser Charakter. So, und dann gucken wir mal nach Aufträgen, was wir noch so haben. Hier ist Professorschaftsaufgabe. Die Pulse.
Erscheinungsbilder. Wir haben nur hier eine Aufgabe, ne? Okay. Dann holen wir uns die Pulso. Da war noch irgendwas. Warte, 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 geht sofort weiter. Raum der Wünsche. Ah, wir haben Aufgaben. Schatten der Krypta. Confringo. Eine anspruchsvolle Lieferung. Okay. Wir machen aber erstmal den Raum der Wünsche, wenn ich ja schon mal die frei habe. Bibliothek nicht vergessen. Wie ist es gelaufen? Wenn du ein paar verbotene Zauber üben willst, triff mich vorm Unterrichtsraum von Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich weiß, wo wir üben können. Verbotene Zauber? Er meint doch nicht die Unverzeihlichen. Bitte treffen Sie mich so bald wie möglich auf dem Flur im 7. Stockwerk. Ich kenne da den richtigen Ort für Ihre Studien. Abseits neugieriger Blicke und Ablenkungen. Er meint doch nicht... Nein, 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 nein. Das wäre zu früh, glaube ich, oder? Also ich habe schon irgendwo gelesen gehabt, ich habe ja schon gelesen, dass wir über Sebastian, die Unverzeihlichen lernen. Aber das wäre doch ein bisschen arg früh im Spiel, oder? Fragezeichen. Ich meine, ich mache jetzt eh gleich einen kleinen Break, weil wir haben ja hier heute das Thema mit der Flugstunde gehabt. Ich werde jetzt so kurz rübergehen. Zum Räumchen hier. Ja, wir machen einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit Professor Weasley und wahrscheinlich im Raum der Wünsche. Bis dann. Tschüss.